Das ist ein Mehrteiler. Teil 1 verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Willkommen bei Twisma, dem Kanal, wenn es um den Twizy geht und Elektromobilität. Ja, Teil 1 unseres Inspektionsplans haben wir schon durch. Jetzt ist heute der Teil 2 dran. Müssen wir mal sehen, was wir heute machen. Ich habe ja hier meinen schlauen Plan. Zack, gucken wir mal. Heute Morgen sind mir noch ein paar Sachen eingefallen. Die habe ich dann noch schnell drunter geschrieben. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, wie wir das Ganze so auf die Reihe kriegen. Und deshalb bocken wir jetzt erstmal das Auto wieder hoch. Zunächst schauen wir uns mal an, ob auch wirklich der Reifen, der in den Papieren eingetragen ist, drauf ist. Dazu können wir hier auf der Reifenflanke die Reifengröße ablesen. Der Vorderreifen hat also 125/80 R13 M. Und so steht das auch in den Papieren. Könnt ihr hier vorne sehen, 125/80 R13. In dem Inspektionsplan habe ich geschrieben, dass der Reifen nicht älter als 8 Jahre sein sollte. Also es gibt so eine Karenz, ich glaube bis 10 Jahre. Und dann sagt der TÜV-Prüfer in der Regel, der Reifen muss weg. Da muss ein neuer drauf, auch wenn der vielleicht noch das volle Profil hat. Aber da wird dann so ein Reifengummi hart. Und die Eigenschaften, gerade beim Bremsen und in Kurvenfahrten, die ändern sich dann dramatisch. Und deshalb sollte man dann wirklich auch einen neuen Reifen aufziehen. Es gibt Leute, die haben 30 Jahre lang den gleichen Reifen drauf. Ich frage mich, wie der dann immer durch die Hauptuntersuchung kommt. Aber ich habe hier auch so einen Reifen bei mir bei einem meiner anderen Fahrzeuge. Der Reifen ist jetzt fast 40 Jahre alt. Das ist schon bedenklich, da würde ich nicht mehr mitfahren. Der Wagen steht allerdings nur und die Reifen können sich dann auch ruhig platt stehen, das ist dann nicht so schlimm. Wie findet ihr jetzt raus, wie alt der Reifen ist? Ist total einfach, steht nämlich auch hier auf der Flanke drauf. Da gibt es eine DOT-Nummer, also DOT geschrieben. Und ich blende jetzt mal hier so hin, stelle mich mal hinter die Kamera, dann könnt ihr das gut sehen. Hier steht dieses DOT, so, und dann geht es hier weiter und hier hinten steht 4014. 4014 bedeutet, dass die Reifen 2014 und zwar in der 40. Kalenderwoche gefertigt sind. Das bedeutet, die Reifen sind ja noch keine 8 Jahre alt, die sind vom Alter her noch gut. Als nächstes bestimmen wir die Profiltiefe vom Reifen. Ihr müsst nur wissen, ob es ein Winterreifen oder ein Sommerreifen ist. Ich habe jetzt hier einen Sommerreifen drauf. Da sollten mindestens 1,6 mm Profiltiefe sein. Beim Winterreifen sind es 4 mm. Und das Ganze messen wir jetzt mal mit einem Spezialwerkzeug. Hier ist das Ding, ganz ordinärer Profiltiefenmesser. Hat, glaube ich, bei einem Versandhaus, ich glaube 5 Euro oder was gekostet. Ist sogar digital. Eine Ersatzbatterie war dabei, habe ich jetzt schon genullt und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr das besser sehen. So, also wir setzen den erstmal hier in der Mitte auf. Da kommt dieser Dorn hier raus, ich zeige euch das mal hier und dann ändert sich die Skala. So, dann messen wir jetzt erstmal, der Reifen hat in der Mitte 3,4 mm Profil. Bei der Profiltiefe machen wir 3 Messungen und zwar noch einmal immer außen und einmal innen. Dann können wir nämlich sehen, ob der Reifen eventuell schief abgelaufen ist. Die nächste Messung machen wir jetzt außen. So, da haben wir 3,97 mm. Die letzte Messung machen wir jetzt innen. 2,05 mm. Oh! Ja, da seht ihr mal, es könnte durchaus sein, der Reifen ist ja ziemlich schief abgelaufen, dass der Sturz nicht stimmt oder die Spur nicht stimmt. Jetzt solltet ihr euch den Reifen noch anschauen, ob der irgendwelche Beschädigungen hat, irgendwelche Risse hat. Das heißt, ihr dreht den einfach, guckt euch einfach hier an, kann ja auch eine Schraube drin stecken, habt ihr noch gar nicht gemerkt, noch ist er dicht. Also, ihr schaut euch das an, dreht das mal weiter, schaut euch die Risse an. Und ja, wenn da irgendwas ist, dann muss der Reifen je nachdem ausgetauscht oder repariert werden.
Um die Reifenkontrolle abzuschließen, schaut ihr jetzt nur noch, ob hier eine Ventilkappe drauf ist. Das ist nämlich Pflicht. Und wir drehen die Ventilkappe jetzt trotzdem mal eben ab. Wir müssen schauen, ob der richtige Luftdruck eingestellt ist. Renault gibt bei diesem Reifen 2,3 bar vor. Das testen wir mal eben. 2,3, ja, passt. Also der Reifen wäre jetzt, die Kontrolle hätten wir erledigt. Die nächste Kontrolle ist unser Bremshydrauliksystem. Bremszylinder und alle Sachen, die drumherum sind, Bremsleitungen. Und dafür drehen wir jetzt erstmal den Reifen wieder auf vollen Einschlag. Ja, als erstes fällt uns hier diese Leitung auf. Die kontrolliert ihr, ob da irgendwelche Risse sind. Diesen Draht, den kann man wegdrücken, diese Feder. Und jetzt kontrolliert ihr einfach, ob hier irgendwelche Risse sind, ob hier starke Korrosion ist hier oben, ob hier Feuchtigkeit ist. Das sind alles schlechte Sachen, wenn das so wäre. Aber das sieht hier eigentlich gut aus. Das heißt, die Bremsleitung ist noch vollkommen in Ordnung. Als nächstes schauen wir uns den Bremszylinder an. Erstmal ist hier auf dem Entlüftungsnippel die Abdeckung drauf. Ist das hier alles dicht? Wir schauen einfach, ob wir hier irgendwo sehen, dass hier irgendwelches Öl ausgetreten ist. Aber das ist hier alles absolut trocken. Ich hatte ja auch vor einiger Zeit mal die Bremse überholt. Und das sieht alles noch wunderbar aus. Das können wir so eigentlich abhaken. Hier auch mal gucken, ob hier noch Korrosion ist und ob hier alles dicht ist. Ja, und damit hätten wir eigentlich die Kontrolle des Bremszylinders abgeschlossen, bis auf, jetzt muss ich mal gucken, ob wir das so einfangen können mit der Kamera. Hier vorne, da sind so Gummibälge, die schauen wir uns an, ob die in Ordnung sind. Das ist nämlich wichtig, wenn die nicht richtig drauf sind oder halt rissig sind, dann kann Dreck in dieses System kommen. Und also nicht in das Hydrauliksystem, sondern in dieses Schiebesystem. Und dann würde der Bremszylinder, der Bremssattel nicht mehr richtig laufen. Und das hätte einen vorzeitigen Verschleiß zur Folge oder halt die Bremse würde nicht mehr richtig funktionieren. Um jetzt die Qualität der Bremsscheiben und die Stärke der Bremsbeläge zu prüfen, müssen wir leider Gottes wieder das Rad abmachen. Ich habe das ja mal in einem der Videos vorher, in dem Bremsenvideo 1, verlinkt, aber wir machen das jetzt trotzdem mal eben kurz. Geht ja schnell. So, dann haben wir nämlich die Bremse schon freigelegt. So, wie beurteilen wir denn jetzt die Bremsscheibe? Also erstmal schauen wir uns an, ob die nicht völlig verrostet ist. Wenn eine Bremsscheibe vollkommen verrostet ist, auch auf der Lauffläche, dann stimmt irgendwas mit der Bremse nicht. Dann solltet ihr die Bremse überholen. Hier fühlen wir jetzt, ob es hier einen Grat gibt. Bei dieser Bremsscheibe gibt es keinen Grat, weil ich die vor einiger Zeit einen Hauch runtergeschliffen habe. Deshalb ist das fühlbar minimal vielleicht, das heißt, das macht bei der Messung, die wir jetzt durchführen, macht das nichts aus. So, die Bremsscheibe ist an sich auch gleichmäßig abgenutzt, auch blank, das heißt, die ist wirklich so auf den ersten Blick noch gut. Jetzt müssen wir nur die Stärke messen. Und zwar, jetzt muss ich gucken, hier haben wir es. Ich habe noch von meinem Vater einen alten Messschieber, da hat er sogar das Datum damals drauf geschrieben, hat er bekommen am 24.06.1964. So alt ist der schon. Das bedeutet, dass so Werkzeug, wenn man es ein bisschen pflegt, auch ziemlich lange hält. So, und jetzt messen wir hier mal. Die Bremsscheibe sollte im Neuzustand 4,5 mm haben und und als Mindeststärke 3,5 mm. Da haben wir nicht viel Toleranz, deshalb schauen wir hier mal. Ja. Es gibt spezielle Messschieber für Bremsen.
die haben noch so einen Pin drauf. Das habe ich leider nicht. Deshalb kann ich das nur messen, inklusive diesem Grad. Aber der ist ja so minimal, das macht nicht viel aus. So, und jetzt gucke ich mal. Die Bremsscheibe hat noch genau 4,1 Millimeter Stärke. Das heißt also, die ist auf jeden Fall noch in einem Toleranzbereich drin. Und deshalb können wir die so nehmen. So, jetzt habe ich überlegt, wie messen wir am einfachsten die Bremsbelagsstärke, ohne die Bremsbeläge auszubauen, wenn wir so einen Messschieber haben. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Warte mal, komm mal ein bisschen näher ran. So. Ich messe die Stärke hier von der Trägerplatte. Die ist 4 mm. So, und weil der Bremsbelag ja wirklich auf der Bremsscheibe ist, haben wir ja hier bei dem Messschieber den Messdorn. So, jetzt gehe ich bis zur Bremsscheibe, gucke mir das Ganze an. Da haben wir 8 mm. Das heißt, 8 mm minus 4 mm hätte der Bremsbelag noch 4 mm Stärke. Die Mindeststärke von so einem Bremsbelag sollte 2 mm etwa sein. Das heißt also, da sind wir auch noch in der Toleranz drin. Das Praktische ist natürlich, dadurch, dass wir das Rad jetzt abgenommen haben, haben wir hier freie Sicht. Das heißt, da können wir uns gleich Stoßdämpfer angucken. Wir können uns hier die Kugelgelenke angucken und die Buchsen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Deshalb fangen wir einfach mal hier mit dem Stoßdämpfer an. Ich drehe das mal hier beiseite. Bei dem Stoßdämpfer müsst ihr prüfen, ob hier irgendwo das Ganze ölig ist. Wenn hier Öl drauf ist, könnt ihr sicher sein, dass der Stoßdämpfer undicht ist. Dann muss er ausgewechselt werden. Hier ist aber alles furztrocken. Das sieht gut aus. Dann guckt ihr euch die Feder an, ob die irgendwelche schweren Rostungen hat. Es kann manchmal ganz leicht sein, dass Rost drauf ist. Das würde ich einfach dann wegmachen und überpinseln. Aber wichtig ist, dass die Feder in Ordnung ist, keinen Bruch hat. Und das könnt ihr ja in einem überprüfen. Dann gucken wir uns hier die Buchsen an. Und zwar fangen wir erstmal hiermit an. Machen wir mal die Kappe hier ab. Ja, diese Schutzkappe. Darunter ist vom Stabilisator das Gummi. Moment, näher ran. Zack. So, ich hoffe, ihr seht das. Hier ist das Gummi vom Stabilisator. Guckt euch eben an, ob das in Ordnung ist, ob da keine Risse sind. Das Gummi ist einwandfrei. Können wir also schon wieder Abdeckung drauf machen. So, dann geht es hier weiter. Hier unten das Gummi. Guckt euch an, ob das in Ordnung ist. Und hier ist ja eine Art Kugelgelenk drin. Deshalb müssen wir prüfen, ich mache das mal mit dem Schraubenzieher, ob da irgendwie Spiel drin ist. Scheint aber nicht so zu sein. Ihr müsst höllisch aufpassen, dass ihr nicht mit dem Schraubenzieher oder mit einem Montiereisen, das ist so die letzte Rettung, an das Gummi kommt, damit ihr das nicht beschädigt. Das sieht aber gut aus. Das Gummi sieht auch völlig in Ordnung aus. Das heißt, das ist auch schon mal okay. Dann prüfen wir jetzt hier diesen Spurstangenkopf. Da schaut ihr euch auch das Gummi an, ob das Gummi nicht beschädigt ist. Und dann könnt ihr einfach hier mal mit einem Montiereisen oder einem dicken Schraubenzieher rein und mal so ein bisschen wackeln und gucken, ob sich die Spurstange, also beziehungsweise ob der Kopf irgendwie auseinander geht. Wenn das so ist, ist der Spurstangenkopf kaputt. Aber der ist hier noch einwandfrei in Ordnung. Dann haben wir hier vorne noch ein paar Buchsen. Diese hier. Da müsst ihr einfach nur kontrollieren, ob die Gummis irgendwo rissig sind. Das sind die hier nicht. Da hinten ist auch noch so eine Buchse. Sieht das wahrscheinlich gar nicht mal so gut hier hinter. Ja, das kontrolliert er noch. Und hier ist der Faltenbalg von der Lenkung. Da guckt er auch mal, ob hier alles trocken ist, ob da kein Fett oder sowas rausläuft. Aber das scheint noch alles in Ordnung zu sein bei dem Auto. Ja, das war's hier schon an der Stelle. Da können wir den Reifen wieder drauf machen. So, den Wagen ablassen und dann werden die Radschrauben mit 75 Newtonmeter wieder festgeschraubt.
sitzen bei euch eigentlich die Radkappen auch immer so unglaublich stramm? Ich glaube, die kann man überhaupt nicht verlieren. Jetzt ganz zum Schluss kontrollieren wir noch das Radlager. Das ist ein bisschen schwierig am Vorderreifen, weil der dreht sich ja. Und zwar, ich habe den Wagen jetzt auf dem Boden stehen, wackelt man einfach mal so ein bisschen hin und her, auch oben und unten quasi, mal gucken. Und dann merkt man, wenn ein Radlager nicht in Ordnung ist, dann knackt das oder man merkt einfach so ein bisschen Spiel. Das haben wir hier aber nicht. Ich habe auch eben mal den Reifen gedreht, das rauscht auch nicht, das würde man auch beim Fahren hören. Deshalb würde ich sagen, das Radlager ist auch in Ordnung. Vorne links prüft ihr genauso. Das zeige ich euch jetzt nicht, sondern wir gehen direkt nach hinten rechts und schauen uns da die Buchsen und halt die Bremsen und alles an. Boah, wisst ihr was, Leute, ich kriege hier einen Anfall. Jetzt fangen die an, mit dem Laubbläser hier vor der Halle rumzuhantieren. Und ich komme mit meinen Aufnahmen nicht weiter. Ich versuche das jetzt mal so dazwischen zu schieben, wenn die das Ding gerade nicht anhaben. Aber ich weiß nicht, ob er mich überhaupt noch hört. Tja, die sind immer noch dran mit ihrem Kacklaubgebläse. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie ich Kaffee koche. Was soll ich sonst machen? Müssen wir halt noch warten, bis das zu Ende ist. Falls ich das nicht überlebe, ist 2013 abgelaufen, der Kaffee. Aber werden wir mal sehen. Ah, es hört sich so an, als wenn er mit seinem komischen Laubgebläse weg ist. Naja, Kaffee gibt's aber jetzt auf jeden Fall. Erstmal einen Löffel suchen. Heiß, aber noch nicht schlecht. So, machen wir jetzt schnell weiter, bevor sich der Tuppes mit dem Laubgebläse das wieder überlegt und nochmal zurückkommt. Also, ist wie beim Vorderreifen. Wir haben hier auch wieder die Reifengröße drauf. Das ist, der Hinterreifen hat eine andere Reifengröße, das ist 145/80 R13. Und da gibt es auch wieder die Dot-Nummer, 4214. Wer hat aufgepasst? 42. Kalenderwoche 2014, Produktionsdatum, heißt also unter 8 Jahren. So, dann gucken wir uns an, ob der Reifen noch wieder Risse hat. Wieder Risse ist gut. Ob er keine Risse hat oder ob er irgendwelche Beschädigungen aufweist. Und wir messen wieder die Profiltiefe. So, ich hoffe, ihr habt aufgepasst, wie man die Profiltiefe misst. Erstmal in der Mitte, da haben wir 3,24, dann haben wir außen 3,13 und innen 3,31. Heißt also, der ist auch noch in dem Bereich, wo man ihn noch fahren kann. Ihr wisst ja, Sommerreifen 1,4 mm mindestens oder 1,6. Ich kann mir das einfach nicht merken. So, schauen wir uns an, ob das Radlager in Ordnung ist. Das heißt also, wir versuchen, das Rad so zu bewegen. Da tut sich nichts. Das Gleiche machen wir auch nach oben und unten. Da bewegt sich auch nichts. Das heißt, das Radlager ist in Ordnung. Jetzt machen wir genau wie vorne erstmal das Rad ab und gucken uns dann die Bremsanlage an und die hydraulischen Sachen von der Bremse. So, Rad abmachen. Das müsstet ihr ja können und wissen, wie es geht. Oha, ganz schön blöd. Ja, da haben wir das schon freigelegt. Ja, die Bremse hinten sieht beschissen aus. Ich glaube, da werde ich mir mal neue Bremsbeläge holen müssen. Kommt näher ran. Könnt ihr euch direkt angucken. Moment. So sieht bei mir hinten die Bremse aus. Die ist doch völlig fratze, die Bremsscheibe. Da muss ich irgendwas machen. Aber ich glaube, das liegt an den Belägen. Ich mache einfach mal neue Beläge drauf. Weil wir jetzt eigentlich wissen, wie es geht, machen wir das Ganze im Schnellverfahren. Und zwar
Ihr messt wieder die Stärke der Bremsscheibe. Achtet darauf, dass hier kein Grat ist, dass die gleichmäßig abgenutzt ist. Wenn ihr hinten die Bremsbeläge messen wollt, habt ihr eigentlich keine Chance. Die müsst ihr ausbauen. Die kann man so mit der Schieblehre nicht messen. Das habt ihr aber in dem Bremsenvideo 2, da habe ich die hintere Bremse zerlegt, da könnt ihr das dann mal machen. Da könnt ihr dann auch die Bremsscheibe euch angucken, die muss auch mindestens 3,5 mm Stärke haben. Wir konzentrieren uns jetzt auf die anderen Sachen, wie zum Beispiel hier. Ich hoffe, man sieht das. Hier unten ist der Schlauch. Den kontrolliert er, ja, ob der Risse ist, ob es da Undichtigkeiten sind. Dann guckt ihr beim Bremszylinder, das ist das Ding, wo hier dieser Nippel ist, oder diese Abdeckung für den Nippel, ne? Die nicht verlieren. Wenn die nicht da ist, müsst ihr eine neue kaufen. Das wird der TÜV je nachdem bemängeln. Den Bremszylinder guckt ihr euch an, ob da alles dicht ist, hier, ob es hier nicht tropft, ob hier die Bremse, ob hier alles eingehakt ist. Beim Bremszylinder könnt ihr noch gucken, ob diese Gummis hier in Ordnung sind. Hier oben auch. Ich leuchte da mal so ein bisschen drauf, dann sieht man es besser. Ja, und wie gesagt, hier immer Undichtigkeiten kontrollieren. Das ist das oberste Gebot, dass das alles in Ordnung ist. Ja, das... ich gehe mal hier so rum. Ja, kann man natürlich jetzt nicht so viel sehen. Aber was ihr machen könnt, ist genau wie vorne diese Buchse kontrollieren, ob die in Ordnung ist. Diese hier kontrollieren. Dann, ob dieser, das ist ja wie vorne dieser Spurstangenkopf, nur mit dem Unterschied, dass das hier ja fest montiert ist. Das bewegt sich ja nicht, sonst hättet ihr ja eine Hinterradlenkung. Da kontrolliert ihr, ob der in Ordnung ist. So, dann kontrolliert ihr, ob hier bei dieser, ob diese Manschette ganz ist. Das heißt, ihr könnt das hier weiter drehen und könnt euch angucken, ob die in Ordnung ist. Da seht ihr die Manschette von der Antriebswelle, die kontrolliert ihr. Ja, dann seht ihr da diese Buchsen von dem Träger hier. Dann kontrolliert ihr noch die Feder, genau wie vorne auch, ob die Feder nicht gerostet ist, ob die keine Brüche hat. Ja, und das ist es eigentlich schon für hinten. Das ist ja im Prinzip eigentlich wie vorne. Könnt ihr genauso machen. Deshalb lasst euch da schon Zeit, macht das Ganze in Ruhe. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, weil ich habe es euch ja vorne gezeigt, wie es geht. Auch hier habt ihr wieder 75 Newtonmeter als Drehmoment für die Radschrauben. Luft nachprüfen, gucken, ob die Ventilkappe da ist. Hinten schreibt Renault 2,0 bar vor. Ja, dann hätten wir auch den abgeschlossen. Auf der anderen Seite macht er das dann genauso. Ja, jetzt kommen wir zum Getriebe. Das Getriebe sitzt ja unter der Platte. Ich empfehle euch mein Getriebeölwechseln-Video, weil da zeige ich euch, wie ihr die Platte abmacht. Da sind 4 Schrauben. Und dann seht ihr schon das Getriebe und da seht ihr die Ablassschraube fürs Öl. Ihr könnt dann nachschauen, ob das Getriebe dicht ist. In der Regel sollte es ja dicht sein, also das ist eher unwahrscheinlich. Sonst würdet ihr hier auch vielleicht, wenn ihr hier oben mal drauf fasst, ohne jetzt die Platte abzumachen, irgendwie ein bisschen Öligkeit irgendwie feststellen, dann solltet ihr vorgewarnt sein. Also dann solltet ihr die Platte mal abmachen. Ja. Wie gesagt, Getriebeöl-Video schaut ihr euch an, da habt ihr dann alle näheren Informationen zu. Jetzt haben wir unter dem Auto nur noch eine einzige Sache, die ihr kontrollieren solltet, und zwar ist das die Korrosion des Rahmens. Der Twizy hat einen ziemlich schlechten Rostschutz.
Der Rahmen sieht schon nach 4 Jahren ziemlich gammelig aus. Deshalb geht er das einfach mal ab. Ich rechne jetzt nicht damit, dass ihr schon Durchrostungen habt, obwohl so ein 2012er, man weiß es einfach nicht. Ihr geht jetzt einfach mit gesundem Menschenverstand her, geht mal den Rahmen ab. Pass auf, ich zeige euch das mal hier zum Beispiel so stellen. Guckt euch das an. Hier sind ja jetzt keine Durchrostungen. Hier ist das nur so eben drauf gerostet, also so ganz fein. Das könnte man dann einfach mal in einer stillen Stunde, wenn ihr mal Zeit habt, entrostet er das mal ein bisschen, dann pinselt er da einfach drüber. Also erst Grundierung, dann die Farbe drauf. Ich würde euch das empfehlen. So habt ihr einfach länger Spaß an dem Rahmen. Und es sind ja auch viele Rahmenteile, da ist ja überhaupt nichts dran. Was ich euch vielleicht empfehlen kann, ist dann eine Hohlraumversiegelung. Da werde ich im September 2019, ich weiß ja nicht, wann ihr das Video gucken wollt, jetzt guckt. Ich werde da ein Video drüber machen. Ich werde mich dann in Süddeutschland mit einem Spezialisten treffen für Hohlraumversiegelung, für Rostschutz. Und der wird sich den Wagen dann angucken und wir werden dann mal dazu zusammen sprechen, was wir da machen können, was es auch für Produkte gibt. Ich kenne den von früher, der hat richtig Ahnung, der weiß, was er macht, der hat Top-Produkte. In die Oldtimer-Szene ist total begeistert von diesen Produkten, deshalb werde ich da wirklich dann mal ein separates Video von machen. So, und jetzt sind wir eigentlich fertig. Wie gesagt, Rahmen guckt euch alles an und jetzt lassen wir den Wagen runter und jetzt geht's wieder oben an das Auto.